Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Barlock. Werkstoffe und Lösungen aus Kunststoff. Und Arburg. Wir sind da. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PlusTV News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffindustrie. Mein Name ist Guido Marschall. Formnext ist weiter im Rekordtempo unterwegs. Bereits 518 Aussteller haben sich bis Ende März für die internationale Leitmesse der additiven Fertigung und moderner industrieller Fertigungsverfahren angemeldet. Darunter 147 Neuaussteller. Das ist ein erneut deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Ausrichter Messago aktuell berichtet. Zu den Ausstellern zählen sowohl international tätige Konzerne wie 3M, Bosch Rexroth und Covestro, als auch zahlreiche junge und innovative Unternehmen aus der ganzen Welt. Aufgrund des starken Wachstums findet die Formnext 2019 erstmals in den Hallen 11 und 12 der Frankfurter Messe statt. Neuer CEO für Alanxeo. Donald Chen wird mit Wirkung zum 1. Mai neuer Chief Executive Officer von Alanxeo. Er übernimmt die Position als CEO beim weltweit größten Kautschukproduzenten von Jorge Noguera, der sich nach fast 40-jähriger beruflicher Tätigkeit in der Chemie- und Pharmaindustrie in den Ruhestand verabschiedet. Evonik erweitert Produktionskapazitäten. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Hochleistungskunststoffen baut Evonik seine Produktion von transparenten Polyamiden der Marke Trogamid CX im Chemiepark Marl aus. Die Fertigstellung der Produktionserweiterung ist für das erste Quartal 2020 geplant. Damit verdoppelt Evonik seine Kapazitäten für das transparente Hochleistungsmaterial. Standorterweiterung in Indien. Die Röchling Engineering Plastics hat im indischen Vadodara ihr zweites Produktionsgebäude eingeweiht. Mit dem Neubau stärkt Röchling seine Produktion und Lagerverfügbarkeit im sehr wettbewerbsintensiven Kunststoffmarkt Indien. Rund 2,5 Millionen Euro hat der Konzern dafür investiert. Im neuen Gebäude produziert Röchling im Extrusionsverfahren rund um die Uhr Platten aus dem Werkstoff Polystone P. Audi baut Kunststoff-3D-Druck in der Produktion aus. Bei dem Automobilhersteller soll künftig eine eigene Abteilung am Standort Neckarsulm die Umsetzung von Hilfswerkzeugen aus dem 3D-Drucker übernehmen. In der R8-Manufaktur in den Böllinger Höfen ist der Kunststoff-3D-Druck bereits fest etabliert. In enger Zusammenarbeit mit den Kollegen an der Linie werden hier Ideen für neue oder optimierte Arbeitshilfen von einem Expertenteam entwickelt. Mit dem Verfahren möchte Audi die digitale Transformation des Unternehmens hin zur Smart Factory weiter vorantreiben. Das waren die PlusTV News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.